Ich grüße euch heute aus Aschaffenburg. So, ich bin in Aschaffenburg angekommen, der zweitgrößten Stadt von Unterfranken. Hier im nördlichen Bayern, wirklich im äußersten Nordwesten von Bayern, fast schon an der Grenze zu Hessen gelegen, ist die kreisfreie Stadt Aschaffenburg mit etwas mehr als 70.000 Einwohnern. Das ist Schloss Johannesburg, das Renaissance-Schloss schlechthin, bedeutendes Wahrzeichen von Aschaffenburg. Dieses Renaissance-Meisterwerk stammt aus dem 17. Jahrhundert, hatte aber bereits schon seine Vorläufer im 13. Jahrhundert. Und warum ist das Ganze hier? Ja, lange Geschichte. Das hier ist der Main. Aschaffenburg liegt am Maintal. Und zur Geschichte vom Schloss Johannesburg. Aschaffenburg war lange die Zweitresidenz im Kurfürstentum und Erzbistum von Mainz. Also die Kurfürsten und Erzbischöfe von Mainz haben hier ihren Zweitresidenz gehabt in Aschaffenburg, hier am Maintal. Was für eine prächtige und imposante Sicht, wirklich beeindruckend. Ja, der Name und die ganze Entwicklung ist auch stark mit dem Namen Albrecht von Brandenburg verankert. Aber erstmal bin ich in Pompeji gelandet. Bin ich jetzt hier wieder in Süditalien. Das Pompeianum in Aschaffenburg ist eine italienische Landhausvilla am idyllischen Main gelegen. Blick auf Johannesburg. Wow. So, aber jetzt noch ein bisschen zu Albrecht von Brandenburg, oder? Das ist die Muttergotteskirche, eine der bedeutendsten Kirchen hier der Stadt. Und Albrecht von Brandenburg hatte früher seine Residenz in Hall an der Saale. Aufgrund der Reformation ist er dann umgesiedelt hier nach Aschaffenburg, machte das zu einer Blüte, nahm sehr viele Kunstwerke auch von Lukas Cranach dem Älteren mit. Er war ein begnadeter Sammler und großer Kurfürst. Wo sind diese Cranach-Werke zum Beispiel untergekommen? Hier in der Stiftsbasilika. St. Peter und Alexander, das ist die Hauptkirche von Aschaffenburg. Und hier befinden sich viele Cranach-Werke, auch Grünewald-Altäre. Es ist ein besonderer Ort der Stadt. Und das Epitaph von Albrecht ist auch drin. Wow. Einen selten so bedeutenden Sakralbau gesehen. Das Rathaus eher unbedeutend, würde ich mal sagen. Zumindest ist es jetzt nicht das absolut spektakulärste in meiner Vita. Aber der Kreuzgang und alles drum und dran, schön. Das hier ist das Naturkundemuseum, das Naturwissenschaftliche Museum von Aschaffenburg. In so einem schönen Palazzo gehalten, an einem Kreisverkehr. Ja, das ist Unterfranken, das gehört auch dazu. Wie fein. Zwei Schildkröten auf einem Stein sitzend hier im Schöntalpark. Und dann Heiliggrab, hier eine Kirchenruine. Ja, was hat Albrecht nur gemacht aus dieser Stadt? Aus dieser Stadt in Unterfranken, Aschaffenburg. Ja, Mann!